Wer hat mehr Stress? Die Eltern oder doch die kleinen Faschingsnarren? Laut und mit viel Aktion ging es am Faschingsball im Volksheim in Fischament zu. Herr Vizebürgermeister, Sie haben selber drei Kinder. Wer hat heute mehr Stress, Sie oder die Kinder? Ich habe drei Kinder, ja, wobei ich heute nur mit meinem Ältesten da bin und meinem Sohn. Der läuft irgendwo dumm, ist mit dem Geschehen. Es ist ja heute sehr viel los. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Bedenken gehabt mit dem Termin. Es ist ja doch der Rückreisetag von den Energieferien. Aber auf der anderen Seite, es ist sehr viel los und es haben doch sehr viele genutzt, heute nach Fischament auf den Kinderfaschingsball zu kommen. Was macht solche Bälle so interessant? Es gibt ja, wie Sie schon gesagt haben, jede Menge Bälle zur gleichen Zeit, aber trotzdem, hier ist ziemlich die Hölle los, würde ich sagen. Das stimmt, wir haben ja heuer einen sehr kurzen Fasching. Das ist alles, das ganze Programm ist sehr geballt, mehr oder weniger. Wir haben ja von der Stadtgemeinde Fischament ja eigentlich diesen Kinderfaschingsball übernommen. Wir machen heuer erst das zweite Jahr. Es war früher ja so, dass es zwei oder drei Kinderfaschingsbälle gegeben hat. Nur von den Veranstaltungsgesetzen ist es jetzt so, dass sich die Vereine auch immer schwerer tun, solche Veranstaltungen zu organisieren. Und deshalb sind wir seit, eben, wie gesagt, seit zwei Jahren auch da eingesprungen, quasi um den Kindern in Fischament eben auch diese Möglichkeit zu geben, auf den Ball zu gehen.